dann mache ich das. Das Recht muss auf meiner Seite sein, sonst nicht. Und ich will mal etwas zu bedenken geben. Das habe ich übrigens vor 3 Tagen entdeckt. Der gerechte Friede, unser Slogan, der kommt oder war verwendet worden in der DDR bei den Verfassungsvätern der DDR. Das ist hier nicht ganz korrekt. Ja, das ist der Volksrat 1949. Ich fand nicht das Pendant-Foto zu dem, was hier ist. Das sind nämlich 21 von 30 Herren unserer Verfassungsväter auf der Insel Herrenchiemsee 1948. Was diese beiden Gruppen vereint, war ein sehr weitgehend ehrliches Interesse an besseren Verhältnissen. Das war die Zeit, als die CDU noch ein Ahlener Programm machte, das klang wie das von den Linken heute, in Teilen. Das ist interessant. Darauf können wir uns zurückbesinnen. Und was ich Ihnen vorschlagen, euch vorschlagen will, heute ist die neue Mitte. Die neue Mitte. Ich bin jemand, der bürgerlich ist. Ich bin jemand aus der Mitte. Und ich weiß, wir brauchen Mehrheiten. Aber die Dinge, die wir haben, eine SPD stolz, dass sie 100 Jahre niemanden mit Krieg überzogen hat, stolz auf ihr soziales Gewissen, beides verraten. Die Union hat ihr christliches Gewissen verraten. Die Union hat ihren Wirtschaftsflügel verraten, weil alles den Bach runtergeht. Die FDP hat ihren Liberalismus verraten und ihre demokratische Gesinnung. Denn nicht protestiert haben sie, dass das parlamentarische Kontrollgremium nicht untersuchen will, dass die CIA den Bombenbau in Pakistan anordnet, an dem unsere deutschen Soldaten in Afghanistan sterben. So sieht es doch aus. Dieser ganze PKG-Laden sollte zurücktreten. Das wäre angemessen. Welche Partei haben wir noch nicht? Ach ja, die Grünen. Die Joschka-Grünen, die wir besonders schätzen. Ja, alles verraten, wofür Petra Kelly und Gerd Bastian mal angetreten sind. Und dann kommt die Linke. Da gab es diesen furchtbaren Beschluss im Bundestag. Hatte irgendwas mit Israel und sowas zu tun. Wie kam denn das? Die Rede von Gysi hat seine übliche Redenschreiberin geschrieben. Mir fällt immer dieser Name nicht ein, es tut mir leid. Aber die Dame war 6 Wochen in Israel. Dem Vernehmen nach war sie in einer Mossad-Villa. Und der Mossad hat auch seinen Escort-Service bedient. Mit einem Mann. Und der war dort mit ihr. Und dann schrieb sie diese Rede. Und dann hielt Herr Gysi die. Und manche Linken konnten ihre linke Partei nicht mehr wiedererkennen. Und es geht nicht um Antisemitismus. Es geht einfach um Gerechtigkeit in Palästina, die der einzige Garant für einen dauerhaften Frieden ist. So sieht das aus. Ganz kurz gucken wir uns an. Was wollen wir? Eine Welt, in der Frieden, Gerechtigkeit und Umweltschutz verankert sind, dauerhaft. Wir wollen, dass alle Völker gleiche Rechte haben, nichts von wegen alle und Amerika hat andere, in der alle Menschen in Frieden und Gerechtigkeit miteinander leben können und nicht in Bantustans in Palästina gesteckt werden, zum Beispiel, oder unter permanenter Kriegsdrohung leben wie der Iran, oder gerade massakriert und ins Chaos gestürzt wie Afghanistan und Pakistan und. Angriffe ächtet und verhindert, alle, nicht nur die nicht-amerikanischen, ja, in der eine demokratische UNO Frieden und Sicherheit garantiert, nicht eine, die einen Sondervertrag geschlossen hat. Ich glaube, ich spinne. Mit der NATO. Letztes Jahr im September. Die UNO ist ein Deckmäntelchen, ein schöner, wie soll man sagen, zeremonieller Rahmen für Aggressionsabsichten und Handlungen der NATO. Seit diesem Vertrag. In der mächtige Banken und Industrien dem Gemeinwohl verpflichtet bleiben. Das heißt, liebe Freundinnen und Freunde, Kontrolle, Gehaltsbegrenzungen, Strafen. Sonst geht's halt nicht. Tut mir leid. Haben die bewiesen, die Herren. Mit irgendwelchen Verabredungen ist da nichts mehr zu gewinnen. Wir sind schon pleite. Ja? Die natürlichen Ressourcen fair, mit allen gemeinsam verwaltet und teilt. Ich habe mal im Interview mit dem iranischen Radio, war es glaube ich, gesagt, wir fühlen uns auf wie jemand, der morgens zum Bäcker geht, nimmt sich Croissant und Brötchen für 4 Euro und sagt, lieber Freund, hier hast du 10 Cent. Und sagt der Bäcker, ich will mein Geld. Und dann heben sie die Pistole und schießen ihn um. Das macht die NATO
auf dem Energierohstoffsektor weltweit. Gesehen. EU und Deutschland, Sozial- und Umweltpolitik, keine Out-of-Area-Einsätze der NATO mit der Bundeswehr und der EU, eine Demokratisierung durch mehr direkte Entscheide, das brauchen wir, das wollen wir, keine Frage. Wir haben gesehen, ein vollkommen abgehobener durch mehrere Instanzen und Entscheidungen, die auch noch, wie soll man sagen, öffentlich fallen. Nicht? Wenn Sie also heute in einem SPD-Unterbezirk sitzen und müssen Ihre Bundestagsabgeordneten bestimmen, dann hören Sie von oben ganz klar, wen Sie wählen sollen. Und man sieht Sie, man sieht euch, wer immer in der Partei noch ist. Und in den anderen Parteien ist das kaum anders. Das muss aufhören. Kandidaten müssen geheim gewählt werden können, weil die Parteien mächtiger geworden sind, als die Verfassung vorsieht. Da steht nämlich, Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Da steht nicht, sie beherrschen die, dirigieren die und diktieren die. Ja, das steht da nicht. Trendumkehr bei der sozialen Schere. Wieso zum Teufel ist es eigentlich möglich, dass wir in Europa seit 20, 30 Jahren eine klaffende soziale Schere haben und in Deutschland auch? Wahnsinnszahlen. 13% der Bevölkerung in Armut bei uns. Tendenz steigend. Ich glaube, ich spinne. Das heißt doch nur, im politischen Tauziehen jeden Tag sind die Reichen einfach mächtiger. Und deswegen geht die weiter auf. Kann das wahr sein? Ich glaube kaum. Das sollten wir uns nicht gefallen lassen. Mehr kommunale Selbstverantwortung statt Großkonzernen, die alles dirigieren. Diese Einsicht verdanke ich besonders meinem Kontakt mit Schall und Rauch und Freddy. Das soll ja auch mal gesagt sein. Das ist einfach eine Awareness, die da entstanden ist. Dann brauchen wir Mitarbeiterbeteiligung an Unternehmen. War in meiner Familie, ich hatte mit der Firma nichts zu tun, aber Onkel und Großvater, üblich. Nach dem Kriege. Die gerieten unter Kommunismusverdacht, weil sie ihre Mitarbeiter beteiligt hatten. Mein Großvater hat geweint, als der von ihm ausgewählte Prokurist zum Mitarbeitervertreter gewählt wurde. Das fand er unglaublich. Vertrauen war in der Firma da und eben Beteiligung. Intelligente Steuerpolitik für neue Arbeitsplätze und sozialfreundliche Personalpolitik. Nur ein Beispiel, weil die Zeit knapp ist. Jemand, der Arbeitsplätze in gewaltigem Maße abbaut und verlagert sie nach China, zahlt genauso den gleichen Steuersatz wie jemand, der in Deutschland Arbeitsplätze schafft. Intelligent? Nein. Bescheuert? Auch nicht bescheuert. Die Reichen werden reicher. Und deswegen möchte ich diejenigen einladen, heute Abend, die Lust haben, sich zu engagieren, dass sich was verändert. Nach der Veranstaltung einfach hier zu bleiben. Ich werde eine Gruppe leiten. Jeder, der mitarbeiten kann, kann das tun. Wir werden im Kreis zusammenarbeiten. Wir werden nicht sofort eine Partei gründen oder sowas. Wir wollen einfach uns kennenlernen, Vertrauen fassen, einen Freundeskreis gründen und schauen, was wir machen können, wo wir Freunde ansprechen können. Und das Ganze läuft unter dem Titel Neue Mitte. Von irgendwem lassen wir uns nicht an die Ränder drängen. Auf gar keinen Fall. Vielen Dank.